in Augustinianum, dem Sitz der katholischen Universität, das der Gregorianer angegliedert ist. Die Feierstunde ist Teil des zurzeit tragenden Weltbischofskonzynode und steht unter dem Motto »Die Weisheit der Zeit«. Schon seit langer Zeit richtet der Papst seine Aufmerksamkeit auf dieses Thema, also auf das Thema des Verhältnisses der Jugend zum Alter. Verbunden ist das Treffen mit der Herausgabe eines Buches, das 250 Interviews aus 30 Ländern beinhaltet und gleichzeitig in den USA und in Italien erscheinen wird. An der Begegnung nimmt auch Pater Antonio Spadaro, der Direktor der renommierten Jesuitenzeitschrift Civiltà Cattolica und der Erzbischof von Panama, José Domingo Mendiata, teil. Er ist der Vorsitzende der Organisation des Jugendtreffens im kommenden Jahr 2019 in Panama. Jetzt spricht parlare di più di questa alleanza fra giovani e anziani, e ecco perché abbiamo questo libro e ecco perché Frau Delia Gallagher, sie ist Korrespondentin des Netzes CNNS. Cosa che faremo fra 18 Jahre prima alt. Vorrei introdurre l'arcivescovo di Panama, heißt dem Papst Monsignor willkommen Domingo Loa und Vieta. Die hier Anwesenden im Hörsaal der Universität Augustiniano. Ecco, Eccellenza, a lei la parola. Erzbischof Domingo Ulleo Mendieta aus Panama, Präsident des Weltjugendtreffens im kommenden Jahr, ist jetzt an der Reihe. Herzlich heiße ich euch willkommen zu diesem Meeting, das auf Initiative unseres Heiligen Vaters Papst Franziskus entstanden ist. Aus dem Dialog zwischen jungen Menschen und Erwachsenen in der Welt anzukurven, eine große Herausforderung in unserer Zeit und für unsere Gesellschaft, in einer Kultur, die immer größere Klüfte darstellt. De forma paralela, también en nuestro pequeño istmo panameño, hemos iniciado parallel dazu auch in unserem kleinen panamaischen Isthmus haben wir diese Räume für den Dialog im Rahmen der Vorbereitung auf den Weltjugendtag initiiert. Den Aufruf des Papstes an junge Menschen zum Abschluss des Weltjugendtreffens in Krakau, damit sie mit Hilfe der Alten ihren Großeltern zum Weltjugendtag von Panama vorbereitet gehen können. Die Existenz intergenerationeller Beziehungen impliziert, dass in den Gemeinschaften ein kollektives Gedächtnis vorhanden ist, da jede Generation die Lehren ihrer Vorgänger annimmt und somit ihren Nachfolgern ein Vermächtnis hinterlässt. Dies stellt einen Bezugsrahmen dar, um eine Gesellschaft in der heutigen Welt zu festigen, zu zementieren. Der Anstieg des Individualismus, der unsere moderne Gesellschaft charakterisiert, scheint die Intensität der Beziehungen zwischen den Generationen und die Existenz von Familiengruppen in Frage gestellt zu haben. Das Vorhandensein von Beziehungen zwischen den Generationen ist nicht nur ein Überbleibsel früherer oder traditioneller Gesellschaften, wie man dachte, sondern vor allem ist es einer der größten aktuellen Antriebe für die Solidarität. Das fördert Szenarien der Begegnung, der Zusammenarbeit und des Lernens zwischen den Generationen dar.
Generationengerechtigkeit ist ein Mittel und ein Ziel an sich, das auch den sozialen Zusammenhalt und die soziale Entwicklung durch Dialog und Kooperation garantiert und niemanden ausgrenzt. Ich werde meinen Geist auf alles Fleisch ausgießen und deine Kinder und Töchter werden prophezeien. Und deine jungen Leute werden Visionen haben und deine Alten werden Träume träumen. Joel 3,1. Worte, die am Morgen vom Pfingsten mitschwingen. Jetzt machen wir sie uns zu eigen, während die synodalen Werke voranschreiten, während wir weiterhin mit Liebe und Freude den Weltjugendtag in Panama nächsten Jahr vorbereiten, auf den wir mit Glauben und mit großer Hoffnung warten. Y el desarrollo a través del diálogo y la cooperación sin excluir a nadie. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Joel 3:1, palabras que resonaron en la mañana de Pentecostés. Ahora las hacemos nuestras mientras avanzan los trabajos sinodales, mientras seguimos preparando con amor y alegría la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, en la que les esperamos con fe y con esperanza. Este es un versículo hermoso. Es ist ein schöner und suggestiver Vers, weil sich auf zwei wichtige Zeitalter des Menschen bezieht, auf die Jugend und auf das Alter. Dieser Text verdeutlicht uns, dass die Mission der Kirche darin besteht, Versammlungen zu begünstigen und zu begleiten. Die Kirche ist in göttlicher Berufung ein Zelt der Begegnung, in dem sich Gott und Mensch, die Kirche und die Welt zusammenfinden. Junge Menschen, die Visionen haben, Jugendliche, die in der Lage sind, die Zukunft zu sehen, eine Zukunft am Horizont ist das. Etwas, das nur mit den klugen Beiträgen der Alten vollendet werden kann. Schon Sie, heiliger Vater, haben diese Idee in Ihrer Rede am letzten März bei der Eröffnung der Vollversammlung des vorsynodalen Treffens aufgegriffen. Ich zitiere. Deine alten Männer werden träumen und deine jungen Leute werden prophezeien. Und dann hast du den Satz erklärt, wir brauchen junge Propheten, aber seid vorsichtig. Du wirst niemals Prophet sein, wenn du nicht die Träume der Alten übernimmst. Wenn du nicht einen alten Mann träumen lässt, der dort gelangweilt ist, weil niemand ihm zuhört, lass alte Menschen träumen und diese Träume werden dir helfen, voranzukommen. Lass dich von ihnen herausfordern. Zitat Ende. Del sistema establecido. Es por ello que urge proponer a nuestros jóvenes. Es ist typisch für die Jugend, alles Dynamische, alles, was projiziert wird, zu übernehmen. Die Vision ist ein freudiger Ausdruck. Sie gibt das Gefühl von Frische, von Freude, von Neuheit, von etwas, das dazu bestimmt ist, das Leben zu füllen. Wir brauchen junge Visionäre, die mit den Augen des Herzens sehen, was die Menschheit werden kann, wenn sie es wagt, aus der Tiefe und nicht von der Oberfläche zu leben. Die Welt braucht die massive Beteiligung leidenschaftlicher Jugendlicher, die sich nicht von den Sirenengesängen des etablierten Systems verführen lassen. Que nuestra juventud pudiera ver visiones de Dios, de gloria, de esperanza. Sería bueno que a quienes ahora nos coronan las canas, signo del paso inexorable del tiempo, se nos concediera la dicha de ayudarles a ver con claridad la voluntad de Dios, el amor divino, la misma vida en esas visiones de esperanza que contrastan con el horrible espectáculo
di un mondo dividido, di un panorama enraizecido, di una sociedad que yace en el espectáculo doloroso de sus frustraciones. Deshalb ist es dringend notwendig, unseren jungen Menschen vorzuschlagen, mit ihnen wahre Erfahrungen von Menschlichkeit und Göttlichkeit zu leben, die Angst davor zu verlieren, menschlich zu sein und Gott Gott sein zu lassen. Frère Roger von Thésée sagte, wenn du einen jungen Mann um etwas fragst, darf er dir nichts geben, aber wenn du ihn viel fragst, wird er dir alles geben. Vielleicht sind wir Erwachsenen nicht fähig, an die visionäre Fähigkeit unserer jungen Menschen zu glauben, was wirklich hinter ihnen steckt. Wir bezahlen teuer für diesen Mangel an Glauben, wenn wir es nicht wagen, uns mit ihnen zu treffen und Wege zu gehen, die von der menschlichen und göttlichen Tiefe sind. Wie schön wäre es, wenn unsere Jugend Visionen von Gott, von Ruhm und Hoffnung erblicken könnte. Es wäre gut, wenn denen, die jetzt graue Haare krönen, ein Zeichen des unaufhaltsamen Vergehens der Zeit übermittelt würde. Sie davon zu überzeugen, den Willen Gottes, die göttliche Liebe, das Leben selbst in jenen Visionen der Hoffnung deutlich zu machen. La memoria del anciano no es solo cuantitativa, sino sobre todo cualitativa. No son una enciclopedia de datos, sino un tesoro de experiencias, y en ellos no faltan cicatrices de heridas que enseñaron a vivir y huellas de caricias sinceras y limpias que enseñaron a amar. El anciano, que además ha vivido ese recorrido vital y le ha permitido morir al ego, ha hecho transparencia del ser esencial. Ese anciano vuelve a ser un niño. Nada teme, todo lo acoge, de todo se sorprende. La mirada de un anciano tiene algo que enamora. Quizás porque es la mirada de quien ya está soltando las amarras finales y está más próximo a lo eterno y definitivo. La ancianidad nos regala algo que nos devuelve al niño que fuimos, a la vez que permite emerger una nueva sabiduría. Por ello, los ancianos han de poder soñar y no han de poder explicar, nos han de poder explicar su sueño. Jóvenes que sueñan, ancianos que ven visiones, que los jóvenes aprendan a interpretar las visiones del Espíritu. Por eso, un camino pastoral sin ancianos carece de algo importantísimo, y nuestros ancianos sin jóvenes cerca se sienten exiliados de las corrientes de la vida. Corresponde a la Iglesia propiciar el encuentro gratuito que favorezca la conversación, porque conversar es acoger, es un modo de hospitalidad humana, es detenernos a vivir un rito de contemplación. Nuestra sociedad necesita ancianos soñadores que nos encandilen con su saber, con su perspicacia, con su nada que perder, que les hace prácticos y locos a la vez. Creo que es la vivencia de aquello que denominamos místico, donde todo esto puede favorecer. Santo Padre, qué fortuna saber que vuestra santidad quiere combinar en su corazón la visión de los jóvenes a través del lente inefable de los sueños de los ancianos. En ese equilibrio de sueño y visión, ayúdenos a ver soñando. Y antes que nos diga, ore por mí, reciba la certeza de nuestras oraciones, para que al decir de nuestro Padre San Agustín, siga siendo obispo para nosotros y cristiano con nosotros. Y recordemos, ser joven no es cuestión de años, es cuestión de ser soñador. Por eso hay jóvenes viejos y ancianos jóvenes, porque nunca han perdido la capacidad de soñar. Grazie, Santo Padre, per questo incontro.
Soweit also Erzbischof Domingo Leo Mendieta aus Panama. Er ist der Präsident des Weltjugendtreffens im kommenden Jahr 2019 in seinem Land. Grazie, Eccellenza. Adesso do la parola a Padre Antonio Spadaro. Padre Spadaro è l'editore della rivista gesuita La Civiltà Cattolica, nonché interlocutore privilegiato col Papa Francesco nella realizzazione di questo libro. Padre Spadaro. Grazie. Beh, non so se l'anzianità o la giovinezza è una questione di anni, ma non dirò chi è giovane o chi è anziano in questo luogo. Sapete riconoscerlo perfettamente. Sono molto felice di questo momento. Antonio Spadaro, direttore von der katholischen Jesuitenzeitschrift Civiltà Cattolica, hat nun das Wort. Die Zukunft, in die Zukunft zu schreiten, bedarf es der Vergangenheit, bedarf es tiefer Wurzeln, bedarf es Erinnerungsvermögen, bedarf es des Mutes und einer gesunden, utopischen Gesinnung. No? E invece no, lei ci dice che sono i vecchi che devono sognare, cioè sulla base della loro esperienza. Heiliger Vater, Sie wünschen sich eine Welt, in der sich junge und alte Menschen umarmen. Ich erinnere mich, wie sehr die Meditation über Joel in ihre Seele eingedrungen ist. Sie haben verstanden, dass wenn die alten Menschen träumen, kann die Jugend nicht in die Zukunft schauen. Sie sagen, dass die Erfahrung Träume erzeugt. Nicht eine vage Utopie, sondern sie sprechen von Erfahrung. Nicht die jungen Menschen träumen, sondern die alten Menschen. Die Jungen schauen in die Zukunft. Don Helder Camara sagte, selig sind die, die träumen, sie werden vielen Menschen Hoffnung bescheren. Heute bieten wir gerade alte Menschen uns Hoffnung durch ihre Träume zu schenken, denn sie sind reich an Lebenserfahrung. Aus dieser ihrer Intuition ist das Buch entstanden über die Weisheit der Zeit. Dies ist eine Sammlung von Erzählungen. Die Alten sprechen zu den Jungen mit ihnen über die großen Themen der Existenz, über die Wichtigkeit der Arbeit, über die Fähigkeit zu kämpfen und sich den Schwierigkeiten zu stellen, über die Liebe, über den Tod und über die Hoffnung. Das ist kein oberflächliches Gerede. Das sind Geschichten, die das Leben schrieb. Ich erinnere mich, dass sie mir in Santa Marta eine Begegnung gewährten. Es war an einem Nachmittag Ende Juli. Ich hatte einen Koffer voller Geschichten mitgebracht. In meinem Rucksack hatten sich weitere Geschichten verpackt. Es war ein ganzer Schrein voll von Lebenserfahrungen, die ich zu hüten hatte. Kaum, dass ich eingetreten war, fragten sie mich, ob ich ein Glas Wasser oder Fruchtsaft wünschte. Während ich das Wasser in ein Glas goss, sah ich, dass eine Kerze an der gegenüberliegenden Kredenz leuchtete. Es war eine Votivkerze des heiligen Johannes des 23., sein Vorgänger, der mich, ich sage das gerne, bei unserem Gespräch begleitete. Ja, die Geschichten stammen aus der Welt dank der Hingabe der Loyola Press, des Herausgebers, der das Buch in englischer Sprache veröffentlichte. Auf Italienisch wird es von Marsilio Verlag erscheinen. All dies war möglich durch die Unterstützung des No-Profit-Unternehmens der Flüchtlingshilfe der Jesuiten, das sich um mehr als 300.000 alte Menschen und Kinder kümmert, in 18 verschiedenen Ländern. Abbiamo chiesto l'aiuto di due associazioni, innanzitutto Unbound, che si occupa di oltre 300.000 anziani e bambini in 18 paesi, di trovare questi anziani e di intervistarli. Im Verlauf von eineinhalb Jahren wurden 250 Interviews geführt, die alle sehr schön sind. Einige davon wurden ausgewählt. Liebe Freunde, ihr müsst wissen, dass die Antworten vom Papst den Kern der fragenden Menschen voll erfasste. Er blickte auf die Fotos und betrachtete eingehend die Gesichter,
die Hände, die aussagekräftig wie ein Passwort sind und Herz und Leben erfassten. Der Papst erinnerte sich sehr gut an seine Großeltern, insbesondere an seine Großmutter Rosa. Er sagte zu mir, sie erlebte viele Enttäuschungen, aber sie blickte immer nach vorne, immer nach oben. Sie sprach wenig, aber von einer einfachen Weisheit. Sie überlegte sehr und betete sehr viel. Das werdet ihr im Buch alles lesen. Es ist dieser Blick nach oben, den der Papst bei den alten Menschen findet, sucht und findet. Heiliger Vater, Sie haben etwas ganz Intimes hinzugefügt, für das ich sehr dankbar bin, nämlich, dass Sie sich als Großvater fühlen. Das ist eine sehr menschliche und spirituelle Aussage. Ich weiß nicht genau, wie ich das verstehen darf, aber es ist mit Sicherheit eine starke Aussage der Väterlichkeit, die zu ihrer Persönlichkeit genau passt. Qui c'è il Cardinal Tagle che sa molto bene quello che è successo nelle Filippine. E mi ha anche detto che per lei non è stata una cosa ovvia e scontata, ma un passaggio che ha richiesto una consapevolezza umana e spirituale. Wenn Sie sich erinnern, habe ich Sie gefragt, ob Sie mit der Arbeit zufrieden sind, die mit viel Mühe von Seiten vieler Menschen entstanden ist. Sie antworteten, dass sie es als eine sehr einfache und gut gelungene Arbeit betrachten. Ich stimmte bei und fügte hinzu, es sind gerade die einfachen Dinge, die die Seele berühren. Er antwortete mit einem sonnigen Lächeln. Dann bin ich ja zufrieden, sagte er. Grazie. Dankeschön. Danke im Namen aller hier Anwesenden, aller betagten Menschen, die ihre Lebensgeschichte weitergegeben haben und allen Lesern, die dieses Buch, das in vielen Sprachen übersetzt werden wird, zur Hand nehmen werden. Grazie di cuore. Lolo Chico. Soweit also die Ansprache von Antonio Spadaro, dem Direktor von der katholischen Jesuitenzeitschrift Civiltà Cattolica. Grazie a Padre Spadaro. Adesso proseguiamo con delle domande. Abbiamo qua tre giovani e tre anziani in prima fila che faranno successivamente delle domande per il Santo Padre e ascoltiamo poi le sue risposte. Ecco, Santo Padre, la prima domanda viene dall'Italia e viene da Federica Ancona. E Federica è un volontariato. Die erste Fragestellerin ist die Italienerin Federica Ancona aus che lavora Italien. Con i giovani in disagio e con delle dipendenze. Federica. Papa Francesco, oggi noi giovani Heiliger Vater, Papst Franziskus, in unserer Zeit sind wir stets Lebensmodellen ausgesetzt, die eine Vision der Wegwerfgesellschaft darstellt. Eine Vision, die sie als Restkultur bezeichnen. Mir scheint, dass unsere Gesellschaft uns heute einen Individualismus auferlegt, der in einem Konkurrenzkampf endet. Wir werden nicht gefragt, unser Bestes zu geben, sondern immer besser als die anderen zu sein. Ich habe den Eindruck, dass die, die in diesen Mechanismus verfallen, sich letztendlich als gescheitert betrachten müssen. Welcher wird der Weg zum Glück sein, Heiliger Vater? Wie werde ich in meinem Leben glücklich? Wie können wir junge Menschen nach innen schauen und verstehen, was wirklich wichtig ist? Wie können wir junge Menschen gute und authentische Verhältnisse erreichen, wenn alle um uns herum uns als unecht erscheint? Finto e di plastica, la cultura del trucco, no?
quello che conta sono le apparenze. Der Papst antwortet, quello che conta è il successo personale. Heute ist das, was zählt, der andare avanti. Erfolg. Con questa competizione che tu dici qui, no? Io ho le domande scritte, per non perdere. La tua domanda è come essere felice. Deine Frage, wie man glücklich wird. Nel mercato della competizione, no? In questo mercato delle apparenze. Tu non hai detto la parola, ma mi permetto di dirla io. In questo mercato dell'ipocrisia, no? E lo dico non in senso morale, ma in senso psicologico umano, no? Ich will das nicht im moralischen Sinn erklären, sondern im realistischen Sinn. Si appare di un modo, ma dentro c'è il vuoto, per esempio, o c'è l'affanno per arrivare, no? Es ist immer diese mi viene dirti su questo un gesto. Ich möchte dir das so erklären. Un gesto. Ich möchte dir eine Geste erklären. Quello che vuoi dirti con la mia risposta. Il gesto è questo. La mano tesa è aperta. Die Hand muss offen sein. Muss ehrlich sein. Sempre prendere, raccogliere. Tante volte a prezzi costoso, a prezzi di annientare gli altri, das per esempio. Das kostet oft sehr viel Anstrengung altrui, und Mut. Ma sempre, no? Questa è la competenza. Das ist die Kompetenz. Il gesto della anticompetenza è questo, aprirsi. E aprirsi in cammino. Man muss sich öffnen. La competenza generalmente è ferma, fa i calcoli, tante volte inconscientemente, ma è ferma. Die Kompetenz ist eine Stillhalte. Fa dei calcoli, ma non si mette in gioco. Stillhalte. Invece, la maturazione nella personalità va sempre in cammino, si mette in gioco. Per dirlo Stellung. Con l'espressione comune, si sporca le mani. Perché? Perché ha le mani tesse, ha la mano tessa per salutare, per abbracciare, per ricevere. E questo mi fa pensare in quello che dicono i santi, no? Anche Gesù. Ich denke da an selbst an das Verhalten der Heiligen. Questa cultura sich erinnern annienta i sentimenti. Und sich danach richten. Il servizio. Im Dienst zu sein. Servire. E zu dienen. Che la gente più matura, i giovani più maturi, maturo nel sentito di sviluppati, sicuri di se stessa, sorridente, con senso dell'umorismo, sono coloro che junge Menschen haben viel Sinn für den Humorismus. In cammino col servizio. Sie sind aber geeignet zu dienen. Se tu nella vita non rischi, mai und sind auch bereit zu riskieren. Wenn du in deinem Leben nichts riskierst, soltanto dann kommst du nicht weiter. Per essere sicuro, no? Anche una cultura dello scarto, ma anche coloro che non si sentono scartati è la cultura dell'assicurazione. Avere tutte das ist nicht eine Kultur der Versicherung, sondern eine Kultur des Risikos, das junge Menschen eingehen müssen. Da gibt es das Gleichnis des reichen Mannes, der nicht wusste, wohin er mit dem Geld. Se non farò più grandi magazzini e così sarò sicuro, l'assicurazione per tutta la vita. Tun soll. Gesù dice che questa parabola finisce. Das Gleichnis endet damit, questa sera morirà. Dass er noch am gleichen Tag am Abend verstarb. Mai guarda la fine.
Man darf nicht ans Ende denken. Il fine che si è proposto nel suo cuore, arrivare arrampicando, come si sia, ma sempre questo, calpestando teste. Ma invece la cultura del convivere, della fraternità. Es gibt eine Kultur des Zusammenlebens. Una cultura che si apre, eine Kultur, die sich öffnet und die die Hände öffnet. Questo gesto, diese Geste, non so, non voglio ripetermi, ma che, ich will mich nicht wiederholen, sia l'essenziale a tua risposta. Aber diese Geste des, der offenen Hände, vuoi salvarti di questa cultura, soll sich der Kultur der Versicherung entgegenstellen. Una cultura della competizione, una cultura dello scarto, vivi una vita felice. Apri il gesto, la mano tessa sempre così, il sorriso, il cammino, mai seduta, in cammino sempre, sporcati le mani e sarai felice. Non so, mi viene a dirti questo. Du wirst glücklich sein, wenn du deine Hände nicht schmutzig machst. La prossima domanda, Santo Padre, viene da Malta. È una coppia, Tony e Grace Naudi, che sono qua, sono nonni e sono sposati da 43 anni. Die kommenden Fragesteller sind Tony und Grace Naudi aus Malta, Großeltern, 71 und 65 Jahre alt. Heiliger Vater, ich heiße Toni, meine Frau Grace und ich haben eine Familie aufgebaut und haben einen Sohn und drei Töchter und fünf Enkelkinder. Wie viele andere Familien haben auch wir unsere Kinder katholisch erzogen und alles getan, dass sie in ihrem täglichen Leben nach dem Worte Gottes trachten. Und dennoch sind trotz unserer Anstrengungen die Kinder manchmal sehr kritisch, kontestieren uns und scheinen gegen unsere katholische Erziehung etwas zu haben. Wie können wir ihnen sagen? Und was können wir ihnen sagen? Für uns ist der Glauben wichtig. Es ist für uns schmerzhaft, wie sich unsere Kinder und Enkelkinder vom Glauben entfernt haben und eher den weltlichen und oberflächlichen Dingen nachstreben. Was können wir als Eltern tun, Heiliger Vater? Sprechen Sie uns Mut zu. C'è una cosa che ho detto una volta perché mi è venuta spontanea sulla trasmissione della fede. Einmal la fede va trasmessa in dialetto. Ich habe einmal gesagt, der Glaube muss in der einfachen Sprache weitergegeben werden. Und wenn es ein Dialekt ist, di quei sette ragazzi che leggiamo nel libro dei Maccabei, per due volte il ragazzo dice che la mamma li incoraggiava in dialetto. Im Maccabeerbrief heißt es, die Mutter, die sieben Kinder hatte, erzog sie in Mundartsprache. Sempre. Das ist immer gut. Sono precisamente i nonni. Nei momenti più difficili della storia, es sind in der Geschichte immer die Großeltern, ihre Kinder, wenn sie in Schwierigkeiten sind, nahezustehen. Del secolo scorso, nelle dittature genocide che tutti abbiamo conosciuto, erano i nonni che di nascosto. Es waren immer die Großeltern, die nipotini. A pregare la fede, im Verborgenen den Kindern das Gebet lernten, die Moral. Perché noi genitori? Perché i genitori erano coinvolti
nella filosofia del partito, di ambedue partiti. Besser als die Eltern selbst. E se si sapesse lì che facevano battezzare i figli. Sie haben ihre Kinder zwar taufen lassen, o diventato vittime di persecuzioni, no? Raccontava una maestra, una docente di uno di questi paesi che il lunedì eine Lehrerin erzählte, dovevano domandare ai bambini cosa avete mangiato ieri a casa. Semplicemente. An einem Ostermontag fragte sie die Kinder, was habt ihr denn gegessen zu Ostern? Informazione per punire i genitori, così loro non potevano fare la trasmissione della fede, erano i nonni. E sie konnten nicht am reichen Mahl ihrer Eltern teilnehmen, wohl aber an dem Essen ihrer Großeltern. Responsabilità in questo, presa da loro stessi, no? Ma lo portavano avanti, no? E tutto di nascosto con i modi più elementali, no? Riprendo, la fede va trasmessa sempre in dialetto. Ich wiederhole mich. Der Glauben muss immer in der Mundartsprache weitergegeben werden. Sempre in dialetto, no? Immer im Dialekt, immer in der Sprache, die in der Familie gesprochen wird. Perché la fede non sono soltanto i contenuti, sul modo di vivere, di valutare, di der Glaube besteht auch darin, die Kinder zu lehren, wie sie den Alltag leben können oder müssen. La domanda è un po', mi permetto, sembra un po' colposa, ma abbiamo fallito noi nella trasmissione della fede? No, non si può fare questa domanda. La vita è così, incomincia così, e voi avete trasmesso. Sie haben ihren Zweifel si vive, il mondo gehabt und danach gefragt, wie denn, wie sie denn weiter weiterführen können, um ihren weiterleben können, um ihren Kindern den Glauben zu vermitteln. Es ist keine leichte Frage. Sie haben aber nicht versagt. Es ist auch immer. Ho voluto fermarmi in questa descrizione della trasmissione della fede. Eine Angelegenheit. Dire il mio parere, no? Primo è non spaventarsi. Sich nicht, keine Angst zu haben. Non perdere la pace. Im Frieden leben zu versuchen. Sempre parlando col Signore, no? Noi abbiamo trasmesso la fede e adesso tranquilli. Mai cercare di convincere. Nicht allzu sehr darauf aus sein, die Kinder zum Glauben zu zwingen. La Chiesa non cresce, la fede non cresce per proselitismo. Cresce per attrazione. Questa è una frase di Benedetto XVI. Cioè per testimonianza. Ascoltarli, riceverli bene. Auf sie hören, auf die Kinder hören. Accompagnarli in silenzio. Sie in aller Stille begleiten. Mi viene in mente un aneddoto di un sindacalista. Es kommt mir eine Anekdote eines un dirigente sindacale che ho conosciuto e che a 20 anni, 21 anni era caduto nella dipendenza dell'alcol. E viveva solo con la mamma. Che la mamma l'ha avuto da ragazza e lui si ubriacava e al mattino vedeva come la mamma usciva per lavorare. Er sei als junger Mensch in den Alkoholismus verfallen. Lavando le tovaglie, le cose, le camicie, come si lavava in quel tempo col legno, no? Lavorava tutta la giornata e il figlio lì, e lui vedeva la mamma, ma faceva finta di essere addormentato, non aveva lavoro,
Er sah, der Mutter, der schwer, die bei der schweren Arbeit der Wäsche war, zwar zu, aber er tat so, als ob er das nicht sehe, dass er ihre Arbeit nicht sehen würde. Dennoch betrachtete er sie im Heimlichen. Quel silenzio, quella tenerezza della mamma. Diese Stille und diese Zärtlichkeit der Mutter. E ha fatto una buona famiglia, una buona carriera. Silenzio, tenerezza, silenzio che accompagna, non il silenzio dell'accusa, no, quello che accompagna. War mehr wert als jede, delle virtù dei nonni, no? Als jede, abbiamo visto tante cose nella vita Schuld che zu, Schuldzuweisung. Es war immer die Stille, die ausschlaggebend war für die Überzeugung, dass der junge Mann sich schließlich vom Alkoholismus trennte. Non sempre in famiglia, no, la maggioranza delle testimonianze brutte di gente di chiesa, no? Preti neurotici o gente che dice. Er war sicher auch unter dem Einfluss von Menschen, von Ideologien, von Inkoerenze, unausgeglichenen Priestern und so weiter. Comunità cristiane che non sono valori cristiani. Sempre sono brutte testimonianze, quello che das sind immer no? Von denen immer schlimme Zeugnisse poi, ausgehen. Questa gente che soffre questo accusa, no? Accusa, io ho perso la fede perché ho diese visto Menschen questo, sind meist selbst Ankläger oder werden zu Anklägern. Die Geduld, die Milde sind für sie Eigenschaften ohne Wert. Ai genitori e i nonni che hanno questa esperienza. Großeltern, die diese Erfahrung mit sich bringen. Molto amore, molta tenerezza, comprensione, testimonianze e pazienza. Meistermeistung, das viel Verständnis, e preghiera. Gebet e Santa Monica, und Liebe nötig sind, um con le lacrime, no? In die schlechten brava. Wege, auf den schlechten ma Wegen, mai. In die ihre Kinder geraten sind, zu helfen. Questo è un tranello, I figli vogliono far venire ai genitori alla discussione. No. Die Kinder, möchten oder wollen oder zwingen die Eltern, sempre evitare la discussione diretta. Mit ihnen über sempre la testimonianza in dialetto. Über gewisse Glaubensfragen zu sprechen, um sie auch zu zwingen, ins Gespräch zu kommen. Grazie, Santo Padre. La terza domanda viene dagli Stati Uniti, da Rosemary Lane. Rosemary lavora per Loyola Press e quindi è stato grazie a lei in parte questo libro che lei ha raccolto delle storie degli anziani per realizzare il libro. Rosemary? Die nächste Fragestellerin ist Rosemary Lane aus den Vereinigten Staaten von Amerika, 30 Jahre alt. Heiliger Vater, ich hatte das Privileg, in einem Jahr die Weisheit der Alten aus aller Welt in dem Buch Die Weisheit der Zeit zusammenzufassen. Ich fragte ältere Menschen, wie sie ihre Zerbrechlichkeit überwinden können. Eine weise Frau, sie hieß Frau Caruso, sagte mir, ich dürfte mich niemals selbst aufgeben. Ich bin und muss alles unternehmen und Vertrauen im Leben haben. Aber heute ist das Vertrauen nicht unbedingt präsent.
Für mich strahlen Sie, Heiliger Vater, dieses Vertrauen aus. Wir junge Menschen haben ein hartes Dasein. Wir leben in einer unstabilen Welt voller Herausforderungen. Was würden Sie, Heiliger Vater, als Großvater uns denn raten? Thank you, Holy Father. Che cosa direbbe lei da nonno a giovani che vogliono avere fiducia nella vita, che desiderano costruirsi un futuro all'altezza dei loro sogni? Questa è la domanda, no? Was würden Sie als Großvater uns raten? Das war Ihre Fragestellung, nicht? In queste interviste, è una bella esperienza che non dimenticherai mai, mai. Una bella esperienza. Io ti prendo l'ultima parola, no? All'altezza dei loro sogni, no? Sogni, l'ultima parola. E la risposta è: incomincia a sognare. Meine Antwort ist: Sogna tutto. Beginne zu träumen. Mi viene in mente quella bella canzone. Sognare di blu, dipinto di blu. Da kommt mir das Lied, das der italienische Schlager im Sinn. Sfacciatamente, senza vergogna, sognare. Das von Modugno gesungene Lied, dipinto in blu, al cielo. Der Himmel ist blau, in blau gemalt. Si difendono i figli. Questo è difficile da capire, ma è facile da sentire. Es ist nicht sehr leicht, das zu verstehen, aber es ist sehr leicht zu erfüllen. Perché l'abitudine quotidiana non te la tolga. Denn im Alltag ist das nicht oft der Fall, dass wir träumen können. Le chiusure non conoscono gli orizzonti. I sogni sì. Sognare e prendere i sogni dagli anziani. Träumen heißt, die Träume der Großeltern zu verstehen, zu übernehmen. Ihre Träume zu übernehmen. Portare addosso questi anziani, i loro sogni. Man muss die Träume dieser alten Menschen in sich aufnehmen. Man muss sie in sich aufnehmen, sie zu verstehen lernen. Das verlangt eine Verantwortlichkeit eines jeden Juden, jungen Menschen. Che si chiama la Santa Comunione, e cioè un monaco giovane che porta avanti un anziano, porta avanti i sogni di un anziano. E non è facile, guarda che fa fatica, no? In questo. Ma in quel... in questa immaginetta tanto bella si vede un giovane che è stato capace di prendere su di sé i sogni degli anziani e li porta avanti. Der Heilige Vater zeigt jetzt ein Bild, in dem ein Mönch dargestellt ist, der eine alte Person auf dem Rücken tragt, eine schwere Last. Wir können nicht jeder von uns kann einen alten Menschen aufnehmen. Aber das ist natürlich sinnbildlich dargestellt. Ein junger Mensch nimmt die Last eines alten Menschen. Und das lässt den jungen Menschen wachsen. Loro nei sogni ti diranno anche cosa hanno fatto nella vita.
Die racconteranno i sbagli. Die Großeltern werden auch von ihrem Leben erzählen. Von ihren Pech, das sie gehabt haben, aber auch von ihren Erfolgen, die sie erlebt haben. E tu vai avanti. Questo è il punto di partenza, il posto di partenza. Cosa direbbe lei ai giovani che voglia avere fiducia nella vita? Prende su di te i sogni degli anziani e portali avanti. Sie müssen also, questo ti farà maturare. Die Jugend muss also die Last übernehmen und alte Menschen grazie und ihre Bedeutung und ihre Erfahrungen aufnehmen und weiterzugeben. Dalla signora Fiorella Baccherini, che è una moglie, una mamma, una nonna, nonché insegnante di italiano per i migranti e rifugiati a Firenze. Fiorella. Fiorella Baccherini aus Italien, aus Florenz, ist die nächste Fragestellerin, 83 Jahre alt. Vater Franziskus, ich bin besorgt. Ich habe drei Kinder. Einer davon ist Jesuit geworden, wie Sie. Die anderen gehen ihre Wege. Wenn ich mich umschaue, sehe ich, dass die Gewalt weltweit zunimmt. Es hat mich zum Beispiel sehr getroffen, mit welcher Härte, mit welcher Grausamkeit mit den Flüchtlingen umgegangen wird. Ich will nicht über Politik sprechen, aber über die Menschlichkeit. Wie schnell wächst der Hass unter den Menschen. Ich trage noch die Erinnerung an den letzten Weltkrieg, den ich als kleines Mädchen erlebte. Wie stehen Sie zu den schwierigen Entwicklungen in unserer Welt von heute? Con quali sentimenti lei sta affrontando questo momento difficile della storia del mondo? Grazie. Mi è piaciuto quello, non parlo di politica, ma parlo di... Ganz besonders freut mich, dass Sie nicht über Politik sprechen müssen, sondern über die Menschlichkeit. I giovani non hanno l'esperienza delle due guerre. Die Jungen haben nicht ihre Erfahrung von der zwei vergangenen Weltkriege. Da mio nonno che ha fatto la prima. Mein Großvater hatte den ersten Weltkrieg erlebt. Ho imparato tante cose. Aber er hat viel gelernt. Anche le canzoni. Er hat viel gelernt, auch die Lieder aus jener Zeit. Contro il re e la regina, tutto quello, tutto ho imparato. Ma die ich dann auch gelernt habe. Aber vor allem hat er vom Schrecken des Krieges erzählt. Milioni di morti. Von den Millionen, Millionen und Abermillionen Menschen, die gestorben sind. Poi è venuta la seconda. Dann folgte der Zweite Weltkrieg. Questa l'ho conosciuta a Buenos Aires. Diesen erlebte ich in Buenos Aires. Che sono arrivati tanti, tanti, tanti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Italiani, polacchi, tedeschi, tanti, tanti. Da gab es viele Einwanderer aus allen Ländern. Loro Polen, Deutsche, Italiener. Capivamo cosa era una guerra che da noi non si conosceva. Sie erzählten von dem Krieg. Wir hier in Buenos Aires hatten nicht von einem Krieg gehört. Conoscano il risultato delle due guerre del secolo scorso. Aber un tesoro negativo, ma un tesoro per trasmettere. In Europa haben viele Menschen die Weltkriege mitmachen müssen. Un tesoro che inclusive ha fatto crescere l'arte italiana. Il cinema del dopoguerra è una scuola di umanesimo.
Es gab natürlich auch positive Anzeichen. Diese Menschen waren, vor allem die Italiener zum Beispiel, waren in ihrem Neorealismus Meister der Darstellung der Situation von damals. Al 32-33 di Hitler, quel ragazzo che aveva promesso lo sviluppo della Germania. Dopo jetzt an Hitler, der damals in den Jahren, Anfang der 30er Jahre, alles versprochen hatte. Und come incominciano i populismi. Lui ha detto una parola molto brutta, ma molto bella. Schrecken hinterlassen hat. Odio. Er hatte versprochen, er hat sich in den Populismus hinein, selbst hineingerettet. Esperienza religiosa della storia della religione, pensiamo alla Riforma. Abbiamo seminato odio, ambedue le parti. Auch in der Kirche hatten wir uns nicht immer gut verhalten. Da 50 anni. Lentamente ci siamo accorti che non era la strada. Stiamo cercando di auch wir haben in den letzten 50 Jahren einsehen müssen, dass dies nicht der rechte und richtige Weg war. Seminare odio è facile. E non solo nella scena internazionale, anche nel quartiere. Uno va, sparla di un'altra vicina, di un altro vicino, semina odio. Es wird zwar weiterhin viel Hass geredet, nicht nur weltweit jetzt, sondern in den kleinen Ortschaften selbst. C'è brutto nella vita quotidiana. Im Alltag. Und Hass sehen. Ma dalla grande guerra scendo alle chiacchiere, ma sono della stessa specie. Seminare odio. Anche con le chiacchiere nella famiglia. Auch nur mit dem Gerede. E uccidere. Kann töten. E uccidere. Hass sehen, auch wenn es nur Gerede sind, kann tödlich sein. Far crescere le gelosie, le competenze, le competitività di cui parlava la prima ragazza. Cosa faccio io? Era la sua domanda quando vedo che il Mediterraneo è un cimitero. Was sage ich zu der Lage der Flüchtlinge, wenn ich sehe, dass das Mittelmeer von Leichen übersät ist? Noi dobbiamo accettare questa sofferenza. Wir dürfen dieses Leid nicht annehmen. Non dire, ma si soffre dappertutto, ma andiamo avanti. No, questo non va. Es genügt nicht nur zu trauern, es muss was getan werden. Guerra mondiale a pezzetti. Ich bezeichne dies als einen Weltkrieg in Etappen. I posti di conflitti. Mancanza di umanità. Es ist ein Fehlen der Menschlichkeit. Aggressione. Es ist eine Aggression. Es ist Hass. Fra culture, fra tribù. Zwischen Kulturen. Anche una deformazione della religione per poter odiare meglio. E questa non è una strada. Questa è la strada del suicidio dell'umanità. Seminare odio. Preparare la terza guerra mondiale. Es ist die Vorbereitung zu einem dritten Weltkrieg. A pezzetti. Sie ist, der zwar schon in Etappen im Gang ist. Mi viene alla mente, es kommt mir in Sinn, quella profezia di Einstein. Es kommt mir die Prophezeiung von Einstein in den Sinn. Con le pietre e i bastoni. Perché la der vierte Weltkrieg distruirà tutto. Wird der letzte sein. Und er wird nur mit Steinen geführt werden. Un cammino di distruzione, di suicidio, di autodistruzione.
questo si può coprire per la libertà, si può coprire con tanti motivi. Quel ragazzo del secolo scorso, degli anni 32, lo copriva con la purezza della razza. E qui i migranti, no? Während des Zweiten Weltkrieges waren perché tu stesso sei stato migrante in Egitto. Themen wie poi pensiamo, Migrantentum l'Europa è stata fatta dai migranti, zu verstehen, dass tante correnti migratorie nei secoli hanno fatto l'Europa. Viele Menschen zunächst aufgenommen hat, aber sie dann auch getötet hat. Poi l'Europa ha coscienza che nei momenti brutti altri paesi dell'America, per esempio, sia l'America del Nord, alcuni dell'America del Sud, hanno ricevuto i propri migranti europei dei paesi. Viele Europäer sind in die Vereinigten Staaten, Nordamerika oder Südamerika gezogen und die Länder haben sie aufgenommen. Prima di dire un giudizio sul problema delle migrazioni e riprendere la nostra storia europea. Io sono figlio di un migrante. Ich bin selbst ein Sohn, ein Kind von Einwanderern. E tanti. E nell'America tanti che hanno il cognome italiano. Und in Amerika gibt es ja sehr viele Menschen, die einen italienischen Namen tragen. Ricevuti col cuore e la porta aperte. Ma la chiusura è l'inizio del suicidio. È vero che si devono accogliere i migranti, si devono accompagnare. Man muss Migranten aufnehmen, man muss sie begleiten. Si devono integrare. Man muss sie einbeziehen in die Gesellschaft. Sì. Nicht facciamo un bel servizio. Im eigenen Land. C'è il lavoro dell'integrazione. Dell'integrazione. La Svezia è stata un esempio in eine Gruppe zu verstecken, wo sie ihren Alltag leben müssen. Argentini e uruguayani nel tempo delle dittature militari nostre sono stati rifugiati in Svezia e subito erano integrati. Subito, Viele südamerikanische Flüchtlinge während der Diktaturen in jenen Ländern wurden auch verstoßen. Sie kamen aber nach Schweden und wurden dort aufgenommen und integriert. Come non poteva venire lui a congedarsi, ha inviato una ministro, credo che la ministro della cultura. E nella Svezia, che sono tutti biondi, questa era un po' bruna. Ma una ministra della cultura così, ma poi ho saputo che era figlia di una svedese e di un migrante dell'Africa, così integrata che è diventata essere ministra del paese. Così si integrano le cose. Invece la tragedia che tutti ricordiamo di Zaventem non era stata fatta da stranieri, l'hanno fatto giovani belgi, ma giovani belgi che erano da gab es das Beispiel einer blonden Braut und eines etwas dunklen Südamerikaners, die geheiratet haben. Und da kam ein Kind auf die Welt und dieses Kind wurde später eine Ministerin in Schweden. So hat Schweden seine fino a questo punto Flüchtlinge aufgenommen. Non posso. E per questo è importante che tutta l'Europa si metta d'accordo su questo es problema. Es wäre wichtig, dass sich ganz Europa zusammentut. Il peso più forte lo porta l'Italia, la Grecia, la Spagna. Und eine positive Flüchtlingspolitik betreiben. Gemeinsam. Ma per favore non seminare odio. Bitte keinen Hass säen. Io chiederei per favore a tutti guardare
il nuovo cimitero europeo. Si chiama Mediterraneo, si chiama Egeo. Das bringt nichts, im Gegenteil. Bitte betrachten Sie den großen Friedhof, das Mittelmeer bei uns in Europa. Es ist der größte Friedhof. Ich danke für Ihre Frage. Santo Padre, la prossima domanda viene dalla Colombia, da una giovane donna che si chiama Jennifer Tatiana Valencia Morales, e lei lavora per Unbound e quindi viaggia nei villaggi della montagna della Colombia per aiutare anziani e giovani, e si sposta con la motocicletta. Ecco, a lei. Die nächste Fragestellerin wird Jennifer Tatiana Valencia Morales aus Kolumbien sein. Sie ist 20 Jahre alt. Papa Francisco. Heiliger Vater, als ich in diesem Buch las, war ich sehr betroffen über das Leben alter Menschen. Sie haben schon sehr viel in Ihrem Leben gehört und miterlebt. Was hat Sie dazu bewogen, dieses Buch herauszugeben? In diesem Werk kommen viele alte und arme Menschen zu Wort. Unbekannte Menschen, auf die niemand hört. Hat auch Sie dieses Buch so beeindruckt wie mich? Hilft es Ihnen in Ihrem Beruf als Papst? Nadie se molesta en escucharlos. Siente que las historias le han tocado el corazón, le han cambiado. Le gusta escuchar historias de la vida de las personas. Le ayuda en su vocación como Papa. Gracias. L'ultima domanda, no? Le piace ascoltare le storie di vita, le aiuta nel suo mestiere da Papa? Sì. Sie fragen mich, ob mich der Beruf des Papstes, mi piace, ob mir der Beruf des Papstes gefällt. Die Frage hat mich besonders gefreut. Ja, das kann ich sagen. Mir gefällt dieser Beruf sehr gut. Io ho tante esperienze di ascoltare gli anziani. Ich habe viele Gelegenheiten, alten Menschen zuzuhören. C'era una coppia che faceva il sessantesimo di matrimonio. Da war mal ein Ehepaar, das den 60. Hochzeitstag per sposare un figlio, feierte. La mamma deve lasciare di stirare le camicie, perché dal contrario non se ne va da casa, no? Ma in quel tempo si sposavano giovani. Ja, deren Sohn, der hatte sich auch sehr lange in der Familie aufgehalten, solange die Mutter eben seine Wäsche bügelte. E valeva la pena questa strada? E loro che mi guardavano, si hanno guardato fra di loro. Sie haben sich gegenseitig angeschaut. Und dann haben sie mich angesehen. La risposta. Sie hatten beide Tränen erfüllte Augen. Io mai pensavo una risposta così moderna da una coppia che faceva 60 anni di matrimonio, no? Sempre tu incontri cose nuove, no? Che ti aiutano ad andare avanti, no? Poi un'altra cosa, io und beide sagten, ho avuto esperienza, ja, wir werden ja sehen, wie es weitergeht. Per caso, da ragazzo, no? E mi piaceva sentirli. Una vicina che era amante dell'opera, e io da adolescente, da 16-17 anni, l'accompagnavo all'opera, e sì, nel Pollaio, dove era più barato, no? Più, meno costoso, no? Lima. E poi le due nonne, io parlavo tanto con loro, e era curioso della vita loro, no? E mi colpivano, no?
Mich haben diese Zeugnisse alter Eltern immer sehr angezogen und mich begeistert. Zum Beispiel hatten sie eine junge Tochter, sie war bereits eine anerkannte Sängerin, die aber doch ihrer Mutter immer half bei der Bügelei. Bei der Bügelei der Wäsche, beim Bügeln der Wäsche. Cosa significa lasciare il paese? A tal punto che questa donna io la ho accompagnata fino alla morte, 90 anni. E una volta che è stato un distacco, che per un atto mio di egoismo l'ho perso di vista, ho sofferto tanto per non trovarla, no? Etwa hatte ich auch eine alte Frau kennengelernt, die ich seit langem betreute. Und als sie einmal an einem Krebs erkrankt war, hatte ich sie lange nicht gesehen. Ich war sehr traurig, dass ich sie nicht mehr begegnen konnte. Sie starb dann allerdings mit 90 Jahren. Ich konnte sie vorher noch besuchen. Von wir reden. La nostra propria identità non è la carta di identità che noi abbiamo. Die Identität, die wir haben, kann sich nicht in einer Identitätskarte festlegbar sein. Le nostre radici. Wir haben unsere Wurzeln, die in keiner Identitätskarte verzeichnet sind. Le proprie radici per crescere, fiorire, dare frutto. Se tu tagli le radici all'albero non crescerà. Und wenn Wurzeln eines Baumes geschnitten werden, dann kann er nicht mehr existieren. Dann wächst er nicht mehr. Dann verödet er. Poema argentino. Di uno dei grandi nostri poeti, Bernardes, che dice: quello che l'albero ha di fiorito viene da quello che ha di sotterrato. Bernardes, uno dei größten Schriftsteller, sagte: der Baum blüht von dem, was er von den Wurzeln an Nahrung bekommt. E fare come il tartufo, è costoso il tartufo, eh? E fare come il tartufo, nasce vicino alla radice, prende tutto e poi, guarda che gioiello il tartufo, e come fa a dolere le tasche per averne una. Der Papst spricht jetzt von Trüffeln, il succo delle radici, le storie, questo ti danno pertenenza a un köstlicher, aber auch kostbare Frucht, der nimmt sich die Kraft von den Wurzeln des Baumes und wird dann eine exzellente Speise. Se tu mi dici, ma perché oggi ci sono tanti giovani liquidi in questa liquidità culturale che è alla moda? Warum gibt es heute so viele oberflächliche Menschen, junge Menschen? È colpa di questo staccarsi delle radici, della storia, ma non per essere come loro, ma per prendere il succo come von den ihren Eltern trennen und sozusagen die Erfahrung missen müssen, die alte Menschen oder ältere Menschen ihnen weitergeben könnten. Un'esperienza che ho avuto già come prete, come vescovo, è quello che fanno i giovani quando vanno a fare visita a una casa di riposo, no? A Buenos Aires, un'esperienza piccola. Als junger Priester, aber auch als Bischof hatte ich mehrmals Gelegenheit, mit jungen Menschen ein Altersheim zu besuchen. Gli anziani incominciano a svelarsi. Sie sangen und spielten auch Instrumente und man sah, wie sehr die alten Menschen sich begeistern konnten und sich unterhielten mit den jungen Menschen.
und wieder sozusagen einen neuen Saft in ihren Gliedern spürten. Sono due anziani a riceverli. Quel saggio che ha sognato tutta la vita di trovare, di vedere il liberatore, il salvatore. E canta quella liturgia, inventa una liturgia di lode a Dio. E quell'anziana che era nel tempio anche con la stessa speranza e fa la chiacchierona e va dappertutto a dire ma questo e questo, questo sa trasmettere, fa trasmettere quello che ha scoperto nell'incontro con Gesù. Quell'immagine dei due vecchi, dice la Bibbia, 4 volte che sono spinti dallo Spirito e i giovani, Maria e Giuseppe con Gesù, che dice la legge due volte che vanno per compiere la legge. Zwei alten Frauen, die sich im Tempel befanden und sich unterhielten über den Reichtum, den Jesus weitergeben konnte. Das ist eine sehr schöne Geschichte in der Bibel. Bene, Santo Padre, l'ultima domanda viene dagli Stati Uniti, dal signor Martin Scorsese, noto regista, produttore, sceneggiatore. E il suo film più recente è Silence, che è la storia di un gesuita missionario in Giappone. Ecco, signor Scorsese. Martin Scorsese, der berühmte Regisseur aus den USA, 75 Jahre alt, ist der Nagelfragesteller. But I grew up in a working class. Heiliger Vater, heute tun sich die Menschen schwer, an die Zukunft zu glauben. Man glaubt nicht mehr an das Gute. Wenn wir uns umsehen und die Zeitungen lesen, glaubt man, dass die Welt vom Bösen beherrscht wird, vom Terror und Entwürdigung. Wie kann ein Mensch heute ein gutes und gerechtes Leben führen? In einer Gesellschaft, die ihn zu Geiz und Stolz verführt und zur Macht und Gewalt? Wie kann ich gut sein, wenn mich das Böse umgibt? In the church. And that they weren't or didn't seem to be the same. And it was very, very, very difficult to put the two of them together. To reconcile the two worlds. Jesus's love seemed, you know, something that was completely apart or like foreign, alien, often to what I was seeing on the street. True, I was fortunate to have good, loving parents and an extraordinary young priest who became kind of a mentor for myself and others during those formative years. However, you know, even today, when we look around in the newspapers and television, it seems that the world is marked by evil. We also see the painful human failings of the institution of the church itself. Now, how can we, elderly people, strengthen and guide the young in what they've got to go through yet in life? How, Holy Father, can the faith of a young woman or man survive in this maelstrom? How can we help the church in this endeavor? Martin Scorsese, wir hatten schon gesagt, der berühmte Regisseur aus den USA, hat jetzt seinen letzten Film gedreht mit dem Namen Silence. Es handelt sich um einen Priester aus Japan, einen Missionar. In che modo la fede di una giovane donna o di un giovane uomo può sopravvivere a questo uragano? Wie kann ein junges Paar leben heute? Das war eine der Fragen, die sie mir gestellt haben. È apparso un fenomeno che sempre c'è stato, ma non così forte, no? Dieses Problem gab es eigentlich immer schon, aber vielleicht nicht so. Oggi si vede più chiara la crudeltà che può essere un bambino.
problema della crudeltà. Schlimm, so grausam wie es heute ist. Crudeltà dappertutto. Grausamkeit gibt es heute überall. Per rovinare l'altro. Die Sucht. Una delle forme di crudeltà che mi tocca a me in questo andere zu beleidigen, Schmerz zuzuführen, wird heutzutage als eine normale Angelegenheit betrachtet. Die Tortur ist una volta consigliavo una ist die Destruktion der Menschenwürde. Io ho parlato di come correggere i bambini, a punire. E dalle volte ich wurde mal gefragt, wie man Kinder strafen soll. Filosofia pratica dello schiaffo, no? Uno schiaffetto. Einmal galt es ma mai in faccia. Kinder einen Klatsch zu geben. Aber man sollte es nie einen Klaps geben ins Gesicht. Das ist gegen die Menschenwürde. Das ist die Würde der Person zu verachten. Per sopravvivere. La violenza in certi quartieri che se tu non rovi non mangi. E questo è parte della nostra cultura che noi non possiamo rinnegare. Wir können nicht leugnen, perché la verità, dass dies heute sehr verbreitet ist, diese. Ma lascio la domanda, come agire con la crudeltà? Nichtachtung der Menschenwürde. La grande crudeltà, ho parlato della tortura, e la piccola crudeltà es gibt eine große come insegnare, Grausamkeit, come aber auch eine kleine. Che la crudeltà è una strada sbagliata. Jedenfalls ist Grausamkeit immer non solo la persona, ein falscher Weg. Il senso di appartenenza, la comunità. E qui c'è una parola che dobbiamo dire. La saggezza del piangere. Und jetzt il dono del piangere. Spreche ich von dem Geschenk des Weinens. A questa distruzione della dignità umana, il pianto è umano e cristiano. Der Grausamkeit delle lacrime. Perché il pianto ammorbidisce il cuore, apre il cuore. Entgegengestellt werden. Ispirazione. Piangere. Gesù nei momenti più sentiti della sua vita ha pianto. Auch Jesus hat in den bewegendsten Momenten seines Lebens geweint. Piangere. Non avete paura di piangere. Habt keine Angst vor den Tränen. Siamo umani. Wir sind Menschen. Poi condividere l'esperienza. Dann komme ich zum Begriff der Erfahrung teilen. A parlare del dialetto e l'empatia. Ich komme wieder auf den Mund, auf die, non si può avere auf den Dialekt, auf die conversazione con un giovane senza empatia. Dove Sprache, die in den Familien empatia? Geredet wird, zurück. Come i giovani non devono condannare gli anziani, ma avere l'empatia. Junge Menschen dürfen alte Menschen nicht io me ne vado perché sono vecchio, ma tu rimarrai. Sie müssen e questa è l'empatia della trasmissione empatia. Dei valori. Diesen Menschen begegnen, das heißt mit Einfühlungsvermögen.
E poi la vicinanza. La vicinanza fa dei miracoli. Und dann la non violenza, la mitezza, die Nähe la tendezza, an Wunder grenzen. Umani che sembrano piccoli, ma sono capaci di trascurare i conflitti più difficili, più brutti, no? Vicinanza. Come lei forse da bambino si è avvicinato a questa gente che ha tante, che con tanta sofferenza, e forse da lì ha incominciato a prendere la saggezza che oggi ci fa vedere nelle sue film, no? La vicinanza con coloro che soffrono, non avere paura. Nähe zu den Menschen, die leiden, kann oft sehr arge Verhältnisse wieder zum Guten bringen. I giovani, noi stessi e l'umanità. Ringrazio tutte queste domande. Ich danke all diesen Fragestellern. Una riflessione vostra che mi ha fatto parlare un po' troppo, no? Und ich habe sicher ein bisschen viel gesprochen. Mit einem Lächeln im Gesicht endet der Papst diese Fragestunde. Grazie per il vostro lavoro, grazie a voi giovani sinodali e grazie a voi anziani. Danke, ich danke nochmals euch allen, euch betagten Menschen und euch Jugendlichen. Noi ringraziamo il Santo Padre, adesso vi chiedo di rimanere seduti mentre i partecipanti che hanno fatto delle domande andranno dal Santo Padre a ricevere il loro libro, e noi avremo un accompagnamento musicale. Forse Santo Padre possiamo chiedere a lei una benedizione per tutti noi prima di congedarsi. Odilia Gallagher, eine Journalistin von CNN, bittet jetzt dem Vater, den Anwesenden den heiligen Segen zu erteilen. Signore, benedica tutti noi, benedica il nostro cammino di incontro fra giovani e anziani, benedica la nostra identità e la nostra appartenenza a un popolo, benedica i nostri cuori, le nostre buone intenzioni, le nostre gioie e i nostri pianti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Anschluss an das